Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ja, ich habe heute für euch einen Replay im IS-7 dabei und gleich vorweg diese Frage, die mir regelmäßig gestellt wird, hey, welcher Zehner ist denn der beste für den Einstieg und nach wie vor empfehle ich bei den Heavies den IS-7 und bei den Leuten, die von vornherein auf Medium spielen wollen, den M48 Patton. Das ist aber dann nochmal ein anderes Blatt, wie gesagt, ich möchte mit euch heute mir gleich ein Replay im IS-7 angucken und vorher vielleicht noch ein, zwei Worte zu diesem Panzer hier loswerden. Wie ich ihn ausgerüstet habe, seht ihr hier. Ich habe vertikalen Stabilisator, Ansetzer und die Lüftung eingebaut. So mein klassisches Standard-Heavy-Setup. Ich weiß, dass der ein oder andere sogar statt der Lüftung dann noch einen Waffenrichterantrieb einbaut. Ich sage, das braucht man jetzt nicht so wirklich in dem Panzer. Die Lüftung macht alles noch ein bisschen geschmeidiger. Warum ist der IS-7 nach wie vor einer der solidesten 10er Heavys? Das liegt nicht daran, dass er unbedingt den besten Durchschlag hat. Er hat hier 250 Durchschlag auf der Standard-AP und 303 gerade mal auf der APCR. Also 303 Durchschlag auf der APCR, das ist halt, wenn ihr gegen Maus oder Type 5 oder Konsorten spielt, schon ein bisschen wenig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist das wahrscheinlich der 10er Heavy, der die meisten Fehler nach wie vor verleiht. Er hat jetzt nicht eine unglaublich schnelle Nachladezeit. Der Durchschnittsschaden von 2600 Schaden die Minute ist auch nicht wirklich pralle. Wenn wir uns mal anschauen, hier zum Beispiel so ein WZ-111-5-Alpha, 3300, ein 113er, 3300. Also die laden alle schneller nach. Was spricht aber für den IS-7? Das ist die gesamte Panzerung. Der Turm hat keine Weak Spots, nur einen Jagdpanzer mit E100, einen Jagdpanzer E100 mit Heat. Der könnte euch frontal, wenn er euch glücklich trifft, durch den Turm schlagen. Ansonsten hat der Turm absolut keine Weak Spots. Hier vorne die Backen sind ein Weak Spot, wenn die Gegner Premium-Munition schießen, aber dafür müssen sie halt auch erstmal Premium-Munition schießen. Und die Unterwanne ist auch extrem stark. Zusätzlich hat der Panzer noch, ist vollgepackt mit Spaced Armor. Also alles in allem ist es wahrscheinlich der Zehner, der am meisten Fehler verzeiht und der es einem erlaubt, im High-Tier-Bereich erstmal Fuß zu fassen. Das ist der Grund, warum ich ihn nach wie vor auch empfehle. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, was dieses Biest imstande ist zu leisten. Ja, ich habe gestern in meinem Livestream wieder Panzerwünsche erfüllt und nach wie vor ist der IS-7 auch einer der Panzer, die sich am häufigsten gewünscht werden. Dabei ist dieses Match rausgekommen, 357, 310er Heavys auf jeder Seite, im Gegnerteam 60 TP, E100 Super Conqueror, bei uns ein Typ 5 schwer und auch ein 60 TP zusammen mit meinem IS-7. Das 357 Matchmaking ist ja so ein Thema, über das ich jetzt hier an der Stelle nicht sprechen möchte, da habe ich, denke ich, in letzter Zeit genug Videos zu gemacht. Nichtsdestotrotz erlebt ihr das halt immer wieder und aber auch in 10er Only Battles kann der IS-7 ohne Probleme mithalten. Er ist einigermaßen mobil für einen Super Heavy. Wie gesagt, diese 303 Durchschlagskraft auf der APCR, das ist halt so einer der Negativaspekte, die es in gerade in so Heavy Battles manchmal ein bisschen unangenehm machen, gegen sowas wie einen Type 5 oder eine Maus zu spielen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Panzerung vom IS-7 sucht halt ihresgleichen. Der Trollmodus ist auf jeden Fall immer dann aktiviert, wenn die Gegner versuchen, auf euch zu schießen. Und ich weiß nicht, ob ihr selber das vielleicht auch kennt. Ich persönlich habe auch immer große Probleme mit vielen Panzern, den IS-7 verlässlich zu durchschlagen, wenn ich gegen ihn spiele. Da ist dann immer noch so ein bisschen der Stalin-RNG-Bonus. Der Centurion penetriert uns hier. Der Lorraine können wir einen mitgeben für 428, sogar eine ziemlich krasse Low-Roll. Jetzt haben wir hier noch einen Löwen gespottet. Lorraine bounced mit APCR. Löwen können wir keine mitgeben. Ihr seht das, ich spiele das natürlich in so einem 357 auch ziemlich aggressiv und baite hier sogar die Gegner dazu, auf mich zu schießen. Gucken wir mal, diese Position hier auf Siegfriedlinie ist mittlerweile doch relativ unfair geworden von der anderen Seite aus, weil ihr von der anderen Seite hier drüben diesen Balkon habt, wo ihr hochfahren könnt, da wo jetzt der Super Conqueror kommt. Da habt ihr so einen kleinen Balkon, wo ihr jetzt hochfahren könnt. Das war früher mal ein bisschen ausgeglichener. Jetzt ist die Position vermeintlich overpowered für das Team, was im Norden startet. Ich persönlich würde hier auch nicht hinfahren, wenn ich quasi in einem 10er-Only-Battle wäre. Aber hier gegen so viele 8er und 9er, da kann man sich das dann schon mit einem E7 leisten. Und ihr seht das, was wir hier bouncen. Haben jetzt die Lorraine zweimal gebounced. Der hat sogar, wie gesagt, APCR geschossen. Scorpion haben wir gebounced. Also, was die Panzerung angeht, da macht dem IS-7 so schnell keiner was vor. Ihr müsst natürlich immer darauf achten, dass ihr in dem
möglichst ungünstigsten Winkel zum Gegner steht, dass die große Probleme haben, überhaupt auf eure Weak Spots zu zielen. Am besten vermeidet ihr das auch, komplett irgendwie getrackt zu werden. Und am besten steht ihr eigentlich immer, wenn eure Panzerung direkt auf den Gegner steht. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Angst gehabt, dass da hinten jetzt der ISM oder der 60 TP nochmal um die Ecke kommt. Ich habe mir natürlich jetzt hier schon zwei Bretter vom Conqueror gefangen, aber wir haben hier 1:1 getauscht und da habe ich mit meinen 490 Alpha-Schaden natürlich bessere Karten als der Super Conqueror mit seinen 400 Alpha-Schaden. Ich muss natürlich nur aufpassen, dass er nicht in den Momenten, wo ich dann noch am Nachladen bin, mir noch einen gibt, weil er die deutlich bessere DPM hat. Aber wenn wir, wie gesagt, diese 1:1-Trades machen, dann kann ich das locker mit einem 400 Alpha-Schaden Kanonenrohr aufnehmen. So, unser 432 hat sich jetzt dazu entschieden, wollte da hinten auf der Flanke ein bisschen Licht machen. Ist nicht so richtig gut für ihn ausgegangen. Wir haben gesehen, da steht jetzt noch ein WZ. Der Scorpion, der vorhin auf uns geschossen hat, steht da auch noch. Im Moment bin ich so ein bisschen zur Passivität gezwungen, weil mein Type 5 und mein 60 TP, die haben nicht so richtig Bock, aggressiv zu spielen. Die lassen das Ganze ein bisschen ruhig angehen. Gerade so in so einem 357 könnte man natürlich mit drei zusammenarbeitenden 10er Heavys hier unglaublich durchradieren. Aber dadurch, dass sie jetzt so leider ein bisschen sehr passiv spielen und sich auf Sidescrapen beschränken, habe ich hier dann doch so ein bisschen so eine Einzelkämpferposition, wo ich jetzt nicht großartig nach vorne fahren kann und pushen kann. Von daher muss man das dann manchmal auch ein bisschen langsamer angehen lassen. Ich habe jetzt hier sogar den Super Conqueror, der Anstalten macht, hier rumzufahren. Jetzt kommt er wieder an den Balkon. Sobald er auf den Balkon fährt, will ich natürlich hier nicht stehen bleiben. 60 TP scheint jetzt ein bisschen aggressiver zu werden. Hat, glaube ich, dem Löwen da gerade ein gutes Brett mitgegeben. Gegnerische 60 TP auch ziemlich aggressiv. Das müssten eigentlich die ISO und der Carnarvon da unten bekämpfen können. Wir haben jetzt das 704 verloren. Der Scorpion kann nach wie vor auf uns schießen. Auch den haben wir schon wieder gebounced. Ich habe jetzt mal blind zurückgeschossen. Wir sind schon bei 2600 geblockten Schaden. Und wie gesagt, im Moment habe ich halt das Problem, dass auf meiner Seite ziemlich viele TDs stehen und dann noch die 10er Heavies. Das heißt, ohne Backup von meinem Type 5 oder dem 60 TP kann ich hier schwer was machen. Jetzt wird der 60 TP hier gerade gepusht. Das gibt mir die Möglichkeit, beziehungsweise ich werde auch gerade gepusht von dem Super Conqueror. Ich track ihn hier an der Stelle und jetzt mache ich eine Sache, die habe ich gestern im Stream dann auch erklärt. Ich fahre jetzt, weil ich nicht schnell genug lade, auf seine Tracks, resette damit quasi die Reparatur. Der IS-7 lädt ja 11 Sekunden nach, jedenfalls in meinem Setup. Und durch dieses auf die Tracks drauffahren, kann ich dafür sorgen, dass seine Tracks gezogen bleiben. Das hat beim ersten Mal jetzt geklappt, beim zweiten Mal hat es jetzt leider nicht geklappt. Gerade wenn jetzt so ein Heavy eine gute Rap-Crew hat, dann ziehen die deutlich schneller als die 11 Sekunden, die ich nachlade, die Tracks wieder drauf. Und dann kann man einfach mal gegen die Tracks bumpen und hat dann gute Chancen, dass man da die Tracks nochmal zieht und somit quasi künstlich seine DPM verlängert und den Panzer an Ort und Stelle halten kann. Wir haben jetzt hier auch den EN-100 gebounced. Wir haben den Super Conqueror mit APCR gebounced. Jetzt kann ich hier schauen. Ich wollte gerade auf den Scorpion schießen. Centurion kann ich rausnehmen. Den haben wir auch wieder gebounced. Lorraine haben wir auch gebounced. Sieht ganz gut aus. Derzeit schon 3800 Schaden gebounced. Also gerade in so einem Matchup ist der IS-7 natürlich absolutes Biest. Der WT, nur um mir einen Schuss drücken zu wollen, lässt er sich dann Monsterbrett einschenken von dem Type 5 Heavy. Ich weiß nicht, ob das jetzt so clever war, aber gut, das muss jeder für sich selber wissen. Ich versuche jetzt hier den Scorpion hinterher zu fahren. Hinter mir ist gerade ein T-54C1 aufgegangen. Und der Kollege im WZ schießt HE. Und ihr seht, wie trollig diese Panzerung vom IS-7 ist. Ich habe jetzt sogar mit dem Heck den T-54E1 gebounced. Also manchmal kann man gar nicht so blöd denken, wie die Panzerung Schüsse am Bouncen ist. Und das ist halt, wie gesagt, dieser Aspekt, dass dieser Panzer unglaublich viele Fahrfehler verzeiht oder kleine Unachtsamkeiten. Das macht den IS-7 halt zu so einem brutalen Monster. Und meiner Meinung nach, wie gesagt, zu wahrscheinlich dem besten 10er Einstiegs-Heavy, wenn man sagt, so, ich
bin noch nicht so viel im 10er-Bereich unterwegs gewesen. Ich leiste mir dann doch noch viele Fehler, weil die Gegner halt deutlich stärker sind, weil sie deutlich mehr Erfahrung haben. Dann, denke ich, ist der E7 genau die Wahl, die man treffen kann, um sich zumindest, was die Panzerung und den Panzer angeht, einigermaßen zu versichern, dass vielleicht doch mal der ein oder andere Schuss mehr bounced als bei anderen Panzern. Zum Beispiel im Verhältnis zum Objekt 277 oder zum 113er oder zum WZ 111 5 Alpha ist der E7 halt wirklich ein Panzerungswunder. Die Panzer, die ich eben angesprochen habe, da geht schon mal deutlich mehr rein. Da ist die Panzerung deutlich anspruchsvoller zu spielen oder einzusetzen. Und beim E7 muss man als Fahrer meistens gar nicht so viel machen und die Schüsse bouncen trotzdem in den allerlustigsten Winkeln. Also, ihr könnt natürlich sagen, ja, aber mir ist das schon sehr wichtig, dass ich ganz viel Schaden pro Minute raushauen kann. Für diejenigen, die sagen, ich bin noch eher etwas unsicher im High-Tier-Bereich, denke ich, ist der E7 genau die richtige Wahl. So, jetzt sind wir schon bei 7 Kills, knapp 7000 Schaden, 4240 Schaden geblockt, also fast doppelt so viel, wie wir AP haben. Und ich hätte natürlich jetzt hier gerne noch meine Radley-Walter-Medaille. Und der WZ ist so freundlich, dass er sie mir dann auch überlässt. Warum fahre ich den IS-7 mit dem automatischen Feuerlöscher? Weil wenn ihr Treffer in die Seite oder ins Heck bekommt, dann brennt ihr schon relativ schnell, relativ zügig. Von daher würde ich auf jeden Fall den Feuerlöscher einbauen. Oder wenn ihr mit Rationen fahren wollt, dann auf jeden Fall die direktiven Brandbekämpfung mit reinnehmen, dass ihr zumindest nicht für die, wenn ihr angezündet werdet, dass ihr nicht für die vollen HP brennt, sondern dass eure Crew zumindest in der Lage ist, ziemlich schnell den Brand dann wieder zu löschen. Was sind für Perks wichtig? Also ich hoffe einfach, dass die meisten mittlerweile dazu übergegangen sind, dass sie die Crews im Grind mitnehmen. Wichtig ist auf jeden Fall bei der E7, ihr solltet Waffenbrüder haben, ihr solltet Reparatur haben und ihr solltet die Gunhandling-Skills haben. Wenn ihr das habt und der Kommandant einen sechsten Sinn besitzt, dann habt ihr eigentlich die drei wichtigsten Perks, die man auf dem E7 haben sollte. Und dann steht dem Spielspaß nichts mehr entgegen. Ich würde sagen, wir werfen nochmal einen kurzen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, was gab's hier? Panzerass im E7, 99.000 Credits, 4.254 Erfahrungen, 14 Bonds haben wir bekommen, die Radley-Walter-Medaille für unsere 8 Kills, wir haben die Cool-Headed-Medaille bekommen, Stahlwand, Großkaliber und die Kriegermedaille, also alles in allem war es doch, denke ich, eine recht brauchbare Runde. Schauen wir mal auf die Teamscore, 7.057 Schaden, 8 Kills, 1.400 und 18 Basiserfahrungen. Gucken wir ganz kurz auf den detaillierten Report. Wir haben 21 Mal geschossen, 19 Mal getroffen, 19 Mal penetriert. Das war natürlich ein solides Trefferbild. Aber gut, bei den meisten Panzern war eigentlich auch nicht die Frage, ob wir sie pennen oder nicht. Aber auch die Schüsse auf Super Conqueror, E100 und Co. sind gut reingegangen. 4240 Schaden geblockt, 447 Unterstützungsschaden in 8 Minuten 57. Und weil wir erst zum Schluss dann, weil wir die AP verschossen hatten, auf APCR wechseln mussten, haben wir immerhin noch 33.700 Credits plus gemacht. Wie gesagt, ich wollte einfach nochmal so die Möglichkeit ergreifen, dem einen oder anderen, die Frage kommt ja doch sehr, sehr häufig in meinem Stream vor, auch unter den Videos, und ich denke, das Replay konnte zeigen, warum der IS-7 nach wie vor auf jeden Fall ein super 10er Heavy ist, und ich denke, es kam auch dabei ganz gut zum Vorschein, warum der Panzer auch als most forgiving, also als der Panzer, der die meisten Fehler verzeiht, gilt, weil ihr halt doch regelmäßig Schüsse bounced, die bei anderen Panzern definitiv ein Treffer gewesen wären. Falls euch das Video gefallen hat, falls es euch weitergeholfen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!